Morgen früh brechen wir auf. Mit 10.000 Stück Vieh geht's nach Missouri. Die meisten von euch sind bei Kriegsende nach Texas zurückgekehrt und haben nichts mehr vorgefunden. Eure Häuser waren zerstört, das Vieh davongelaufen und das Land von Spekulanten verkauft. Hier ist nichts mehr zu verdienen. Arbeit gibt's auch nicht mehr, weil uns niemand das Vieh abkauft. Im Gegensatz zu Missouri. Also gehen wir nach Missouri. Noch nicht lange her. Höchstens 24 Stunden. Comanche, da sind sie. Die Büchse her. Was seinen Beutel? Im Beutel? Das kann ich nicht verspielen, da ist mein Gebiss drin. Weißt du, Quo? Meine Zähne sind viel mehr wert als dein Silberdollar. Mhm. Hast du noch mehr Geld? Nein. So ein Pech. Weißt du was, Quo? Ich verpfände ein Viertel meiner Zähne für deinen Dollar. Nein. Die Hälfte gegen deinen Dollar. Gut. Also, abgemacht. Du haben mehr? Drei Könige. Ich kenne nur zwei Dinge, die noch hübscher sind als ein Revolver. Eine Schweizer Uhr und eine gut gebaute Frau. Hatten Sie schon eine gute Schweizer Uhr? Die Büchse dort ist Ziel. Sie schießen wirklich so gut, wie alle sagen. Vielleicht so gut wie ich. Wir stehen an der Spitze der Liste. Vielleicht auch noch ein Dritter. So. Wer? Wir haben etwas vereinbart, erinnert ihr euch? Unterwegs gibt es keine Kündigung. Wenn es nicht anders geht, muss ich euch eben zwingen. Wie? Ich möchte niemand gern erschießen, Mähler. Womit denn? Es tut mir leid, dass ich Ihnen solche Unannehmlichkeiten mache. Ja, ja. Festhalten. Sie haben Blut an der Backe. Fallen Sie nun in Ohnmacht? Ich hoffe nicht. Jedenfalls nicht, bevor ich das getan habe, was ich gern tun möchte.